Hallo Sportsfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Johannes Lukas und das hier ist der liebe 14-jährige Robin Willer, den ihr nun mittlerweile auch schon kennen solltet. Ja. Wir werden heute Arme trainieren, ich mache einfach bei dir mit. Auf jeden Fall. Ja? Okay? Also du machst vor, ich mache nach und wir werden die Arme messen. Einmal vor dem Training und einmal nach dem Training. Ganz genau, machen wir jetzt gleich, damit wir sehen, okay, wie dick ist er erstens jetzt und was holst du durch den Pump nachher noch raus? 14 Jahre jung, 54, 55 Kilo. Achtung, ob wir hart versucht anzuspannen. 33, na spann mal richtig durch, hier komm. 33,2 sagen wir mal, ne? Aber was ich dazu vorher noch sagen muss, weil viele ja auch in den DMs gefragt haben, meinen Bizepsumfang. Zu Bestzeiten war er auf Pump so knappe 37. Mhm. Aber dadurch, dass ich jetzt ein wenig abgenommen habe, ist er auf Pump halt 1 bis 1,5 Zentimeter. Also du musst es abnehmen für deine eigentliche Sportart, das Ringen, ne? Genau. Der unsymmetrische Boss, jetzt drück mal durch, geh drück mal hier, genau, 33, ja, so 33, lassen wir gelten, ne? So, du hast jetzt die Chance, die Dinger richtig aufzublasen, mein Freund. Ja. Hä? Also in meinem Armtraining gibt es insgesamt 6 Übungen und wir fangen an mit Squat Curls. Okay, machst du immer die gleichen Übungen dann, oder? Ja, das sind immer die gleichen Übungen. Auch beim Armtraining? Ja, genau. Okay, und das langweilt dich nicht? Nö, du machst das ja auch erst ein Jahr, ne? Na komm, jetzt zeig mal her. Ich habe richtig Bock, Leute. Monatelang kein Armtraining mehr im Gym. Und das ist doch das. Ich habe draußen habe ich wenig Bock. Trizeps bringt Spaß, aber Bizeps finde ich ohne Gym richtig abfuck. Und das sieht immer relativ leicht aus bei dir. Guck mal an. Wiederholungszahlen, Robin, immer so 12 bis 15 oder was? Ja, so. Also okay. Über 10. Oh, es fühlt sich gut an, Leute. Bam. Oh ja. Es wird Zeit, dass die Gyms wieder öffnen, Leute. Zwei Sätze oder so, das reicht für mich völlig aus pro Übung. Wie viele Sätze machst du pro Übung sonst? Ich mache immer 3 Sätze. Drei Übungen, 3 Sätze, hast du insgesamt so 9, 10 Arbeitssätze pro Muskelgruppe, also pro Bizeps und pro Trizeps. Häng den Oberarm richtig rein, bleib sauber, komm. Die letzten 2 noch. 1, Zug. Komm, du willst doch einen brutalen Pump haben. Weiter. 2, zieh. Ja, geh noch eine, komm. Einen kannst du noch. Armtraining kann man ruhig ein bisschen übertreiben. Komm. Easy. Aber er versucht schon ein bisschen zu schummeln, ne? Okay, das ist auch okay. Ich habe jetzt schon gesteigert, das sind 13 Kilo. Und als zweite Übung gibt es bei mir Trizeps Curls einarmig. Ein darf man. Ein für die Community. Okay, gut. Das ist so ungewohnt, das ist so geil. Ich habe jetzt schon so einen Pump. Obwohl ich die Übung eigentlich normalerweise überhaupt nicht spüre. Aber ich habe so einen Spiegel, in dem ich so checken kann. Und die Masse mein Connection verbessern. Kommt richtig geil. Leute, freut euch drauf, wenn die Gyms wieder aufmachen. Wird abgerissen. Jetzt zeige ich dem Johannes, wie man richtig Arme trainiert. Deswegen gibt es bei mir als dritte Übung Konzentrationscurls mit den Kurzhanteln. So, mein Freund. Dann lassen wir den Oberarm da richtig in dem Knie hängen. Bring mir hier einen zeigen, du. Gibt's ja wohl nicht. Die Jugend von heute, hä? Frechdachs. Ja. Schau, wenn du ihn richtig hängen lässt, ne? Wenn du ihn hängen lässt und den Ellbogen nicht abstürzt, dann ist es ein richtiger Konzentrationskurs. Also so. Genau, das hier mach ich dich hängen. Weiter runter, weißt du? Ja. Schau mal, du hast ja den Ellbogen aufgestützt. Lass mir den Oberarm hier richtig drin hängen im Knie. Mhm. Und jetzt curlst du konzentriert. Wird dann auch gleich wesentlich schwieriger. Ja. Ja, komm. Nice, wie du immer schummeln willst und den Ellbogen hochziehst. Ich zeig dir mal, wie ich die richtig geil finde, so wie Arno die gemacht hat. Ich lasse den Oberarm einfach hängen. Anstatt ihn hier rein in den Kniekehl zu hängen, lasse ich ihn hier hängen.
ein Coil dann quasi drumherum, weißt du, lang. Darf ich die so machen? Ja. Ja? Oder ich kann sie auch hier reinhängen, weißt du, und dann einfach so. Ist der Arm natürlich noch mehr gestützt, kann man noch weniger Schwung holen. Oh, so Hanteln sind schon was Geiles. Und natürlich möglichst konzentriert, ohne Schwung zu holen. Aber Schwung ist halt auch geil, ne? Schwung macht Spaß. Zack, da kann man mehr Gewicht bewegen. Mit Seil oder einem anderen Griff? Mit dem Seil. Ja? Oh ja, das fühlt sich gut an. Heute mal ohne Gummi, Leute, ohne Gummi. Mit Eisen und Kabeln. Beste. Ja. Hast du genug getrunken? Ja, gegessen hat er auch. Leute, wenn ihr einen Pump haben wollt, trinkt auf jeden Fall genug. Ganz wichtig, vergessen immer viele. Was machen wir jetzt? Wie geht's weiter? Jetzt machen wir mit der langen Hantel Bizep Curls. Lang oder SZ? Lang. Okay, okay. Und angelehnt, dass wir nicht verfälschen. Also ein Strict Curl mit langer Hantel. Donnerwetter. Donnerwetter. So wie beim Strict Curl, ne? Leichter am Stand. Ja. Spürst du die so besser, ja? Ja. Also Robin ist definitiv jemand, der sehr auf seinen Körper hört und eine gute Beziehung zu seinem Körper pflegt. Obwohl er erst 14 Jahre in ihm lebt, aber schon sehr viel Erfahrung quasi an sich gesammelt hat. Durch die Sportkarriere, ganz klar. Und ist natürlich auch ein bisschen genetisch veranlagt, bedingt. Also das Licht hier, Training mit Spiegel, ist eine gute Sache. So, wir müssen wieder hier, Robin, come on. Schönes Ding. Pump it up. Pump it up. Curl it. Massiv, Alter, massiv. Ah, du hast es auch gemerkt, dass es mehr reingeht. Ne? Ja, ja, ist eine andere Belastung, ne, klar. Ja. Boah, am Winkel ist anders. Was man auch machen kann, ist dann 21, nenne ich das. Das ist dann so. 7 hier. Dann ganze. 7. Und dann. Ja, für Trainingstipps, schaut einfach bei Instagram vorbei. Also du bist da auf jeden Fall kreativ, ne? Ja. Ey, komm, spann mal durch, ich muss Maskular. Junge! Brutal. Alle haben geschrieben, sieht aus wie der Fabian Hambüchen. Ja, Junior. Viele geschrieben. Ja, und was noch? Markus Rühl, wie würdest du verglichen? Ich sag, als ich ihn zum ersten Mal am Telefon hatte, habe ich gedacht, das ist so eine Mischung aus Farid Bang und Markus Rühl. Vom Sprechen her, ne? Und beim Training hast du ja genau wie Farid, hast du auch rausgelassen. Genau. Als Übung Nummer 6 machen wir Stirndrücken, wie uns das der Johannes gerade zeigt. Das große Finale vom Arme messen. Yes. Bevor wir gleich die Arme messen, Leute, hier nochmal der Hinweis. ERAs sind momentan reduziert und ihr spart mit Johannes 20 nochmal zusätzlich 20% oder einfach mal das Gourmet-Protein abchecken. Alles im Shop ist 20% reduziert mit meinem Code Johannes20. Ja? Hast du schon mal mit Johannes 20 geshoppt? Noch nicht. Wird langsam Zeit, oder? Okay, zeig ich her. Achtung, Trommelwirbel. Mal sehen, ob ein bisschen Blut reingekommen ist. 35,5. Ich habe schon wieder vergessen, wie viel waren es vorhin? 33. Ja. 33, also 2,5 cm mehr. Das ist ordentlich. Also Donnerwetter, hätte ich jetzt... Ich habe gedacht so 1,8, 1,5, aber das ist schon ziemlich krass. Alles nur aufgepumpt, alles nur Luft. Ah, 34,6. Seht ihr? 7 sogar. 34,7. Kann sich sehen lassen. Ja. Leute, hast du da selber mit gerechnet? Ja, ich weiß, dass es beim Training. Also, hast du schon gemessen? Ja, habe ich schon mal gemessen. Also okay, und ich glaube, man spürt es halt auch so direkt. Also, ich habe instant gemerkt, jetzt, boah, brutal. Aber es sieht auch wirklich krasser aus jetzt. Ne? Man sieht richtig, wie der Trizeps rauskommt bei dir. Donnerwetter, ey. Schönes Ding. Hashtag swollen und so. Freunde, hat euch das Video gefallen? Gebt auf jeden Fall einen Daumen hoch und teilt es mit allen, die ihr mögt und auch nicht mögt. Ansonsten abonniert den lieben Robin Villa bei Instagram. Wir lassen auf jeden Fall von uns hören. Wir haben jetzt gleich nochmal, interessant, wir werden gleich nochmal einen Vergleich mit deinem Bruder machen. Genau. Ja, der ist schon 18, aber das seht ihr dann im nächsten Video. Also Kanal abonnieren, Leute. Nicht vergessen. Und die Glocke natürlich aktivieren. Ich glaube, das macht eh keiner mehr. Aber es ist wichtig, stimmt, das ist echt.